Ich bedanke mich sehr, Frau Bundeskanzlerin, liebe Angela, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Mitveranstalter dieses deutsch-griechischen Forums. Zuallererst möchte ich meine große Freude zum Ausdruck bringen über die große Teilnahme an diesem Forum in schwierigen Zeiten. Ich verstehe, dass Ihr Interesse für Investitionen in Griechenland stärker ist als die Angst vor dem Coronavirus. Ich erkenne das an als etwas besonders Wichtiges und Ermutigendes. Ich befinde mich aber in Berlin zu einem Zeitpunkt, der kritisch ist für Griechenland, für Deutschland, für Europa. Denn neben der wirtschaftlichen Front haben wir zwei weitere Herausforderungen. Den Versuch der Türkei, aus Zehntausenden Migranten illegale Eindringlinge zu machen für ihre eigenen Zwecke unter Verletzung der europäischen und griechischen Grenzen auf raue Art und Weise. Gleichzeitig haben wir die Epidemie des Coronavirus, die sich ausbreitet und zwar leider sehr rasch. Und unser Alltagsleben beeinträchtigt das von Bürgern auf der ganzen Welt und anscheinend mit negativen Auswirkungen für die wirtschaftliche Tätigkeit weltweit. Ich bringe hier ein Bild aus meinem Land mit und ich möchte realistisch sein. Griechenland befindet sich in der Tat bereits auf einem Kurs des Wachstums. Die neuen Probleme führen das Land wesentlich dazu, zu beschleunigen und nicht zu verzögern in Hinsicht auf die geplanten Änderungen. Die unsymmetrische Bedrohung aus dem Osten verändert die Reihenfolge der nationalen Prioritäten und die Gesundheitskrise macht natürlich unser Werk noch komplizierter. Ich möchte aber optimistisch sein. Europa weiß, Hindernisse zu überwinden, ebenso wie mein Land. In den letzten 10 Tagen haben wir gezeigt, dass wir fähig sind, die nationale, aber auch die europäische Souveränität zu verteidigen. Griechenland, ebenso wie Europa, lassen sich nicht erpressen von niemandem. Wir haben bewiesen, zum Zeitpunkt der Krise, dass wir den Willen haben, ebenso wie die Effizienz, unsere gemeinsamen Grenzen zu schützen. Objektiv ist also auch die Agenda unseres heutigen Treffens durch die Aktualität erweitert. Zuallererst steht natürlich die Migrationsfrage. Die Worte der Kommissionspräsidentin, Frau Ursula von der Leyen, dass Griechenland das Schutzschild Europa ist, ist unser Kompass. Und die Präsenz der gesamten Führung der Europäischen Union vor wenigen Tagen am Fluss Evros war nicht nur eine symbolische Geste, sondern ein wichtiges geopolitisches Ereignis. Und natürlich ist die Hilfe, die uns von vielen europäischen Ländern geboten wurde, auf bilateraler Ebene auch ein praktischer Beweis der europäischen Solidarität. Als wir es brauchten, als wir unsere Freunde brauchten, liebe Angela, haben sie uns unterstützt, nicht nur moralisch, auch materiell. Denn wir haben auch eine der wichtigsten europäischen Errungenschaften geschützt haben, die Integrität unserer Außengrenze. Im Inland betreten wir nun eine neue Phase. Es ist an der Zeit, dass alle beweisen, ob eine ernsthafte Bewältigung erwünscht ist. Präsident Erdogan wird heute Nachmittag in Brüssel eintreffen. Das ist eine positive Entwicklung für mich. Und ich hoffe, das wird der Anfang sein einer Deeskalation der Krise. Damit wir aber ernsthaft reden können darüber, wie die Türkei erneut ein Bündnispartner der Europäischen Union werden kann, bei der Bemühung der Bewältigung der Migrationskrise
muss es zu einer praktischen Änderung in der Politik von Ankara kommen, wenn Herr Erdogan es wünscht, dass die gemeinsame Erklärung EU und Türkei umformuliert wird, geändert wird, was er in der Praxis niedergerissen hat, hat er nun die Chance, eine Reihe von Handlungen vorzunehmen. Zuallererst sofort die verzweifelten Menschen vom Everest zurückzuziehen, dass er aufhört, sie durch Fake News und Propaganda zu bewegen. Mit raschen Verfahren soll er auch die Illegalen zurücknehmen, die im griechischen Staatsgebiet verhaftet wurden. Ebenso soll es weitergehen mit gemeinsamen Patrouillen der Küstenwache und anderer Behörden mit Frontex, nicht nur auf griechischen Hoheitsgewässern, sondern auch auf türkischen, zur Kontrolle der Migrationsströme aus seinem Gebiet, aus dem Festland wie auf der See. Und natürlich soll es zu Rückführungen kommen, all jener, die illegal von der Türkei einreisen. Und diese müssen nicht nur über die Ägäisinseln stattfinden, sondern auch aus dem Festland meines Landes, Griechenland. Und hier möchte ich sehr klar sein. Wir haben es sehr oft mit der Bundeskanzlerin besprochen. Wir haben immer anerkannt und erkennen weiterhin an, dass die Türkei eine kritische Rolle bei der Verwaltung des Flüchtlingsprogramms spielt und die auf die Hilfe Europas angewiesen ist. Dies kann jedoch nicht passieren. Ich glaube, das ist allen klar, unter Bedingungen von Erpressungen und Bedrohungen, indem verfolgte Menschen verwendet werden für geopolitische Ambitionen. Mit diesem Anlass möchte ich auch die Entscheidung der Koalitionsregierung Deutschlands begrüßen, dass Deutschland eine Führungsrolle einnimmt bei einer Bemühung, die wir als Griechenland seit einiger Zeit unterstützen, um das Problem der unbegleiteten Minderjährigen, der Kinder, der Teenager, die verlassen worden sind, bei uns anzugehen. Ich freue mich, dass wir am Donnerstag die Möglichkeit haben, erneut die Kommissionspräsidentin und die zuständige Kommissarin willkommen zu heißen, um ein Abkommen über die freiwillige Umsiedlung von Kindern und Jugendlichen auf dem europäischen Kontinent zu verabschieden. Und ich lade möglichst viele europäische Länder ein, sich an diesem praktischen Beweis der Solidarität zu beteiligen. Das ist keine Last, die nur Griechenland oder Deutschland betreffen sollten. Wir reden über ca. 5.000 Kinder. Griechenland kann eine bedeutende Anzahl hiervon behalten und verpflegen. Die restlichen könnten verteilt werden unter den europäischen Ländern. Das wäre ein praktisches Zeichen der Solidarität. Die zweite Front nun der Aktualität der Epidemie des Coronavirus. Im Gegensatz zu anderen Ländern haben wir in meinem Land bislang glücklicherweise keinen Todesfall, aber wir wissen, dass sich die Epidemie ausbreitet und zwar schnell. Und die erste Priorität jeder Regierung muss darin bestehen, die öffentliche Gesundheit zu wappnen und Maßnahmen zu ergreifen zum Schutz der Schutzbedürftigsten, die das höchste Risiko belaufen von dieser Pandemie. Heute haben wir auch ein erstes Maßnahmenpaket bekannt gegeben zur Unterstützung der wirtschaftlichen Tätigkeit, aber auch der Unterstützung der Arbeitnehmer. Da wir uns alle anpassen an eine neue Realität, in der viele Mitbürger leider nicht zur Arbeit gehen können, entweder weil sie sich um sich selbst sorgen müssen oder weil sie Kinder betreuen müssen, da immer mehr Schulen schließen werden. Keine große Maßnahme jedoch kann die individuelle Verantwortung in offenen demokratischen Gesellschaften wie die in den unseren ersetzen. Keine zentrale Entscheidung trägt Früchte, wenn nicht die Bürger selber daran teilhaben. Es gibt Maßnahmen, über die wir
dauernd reden, persönliche Hygiene. Wir vermeiden es, selbst die Hand zu reichen. Wir haben es in die Tat umgesetzt mit der Bundeskanzlerin. Wir sind nicht zerstritten. Das sind die Regeln der Hygiene. Wir vermeiden Menschenversammlungen und Prophylaxe der Schwächsten, der Schutzbedürftigsten. Das sind die Maßnahmen, auf die wir uns alle so weit wie möglich konzentrieren müssen. Und liebe Angela, natürlich brauchen wir auch mehr Tourismus auf europäischer Ebene. Der Ratspräsident hat mich informiert, dass eine Telekonferenz einberufen wurde für eine bessere europäische Antwort auf das Problem. Es gibt ja den Aspekt der öffentlichen Gesundheit, aber auch einen wirtschaftlichen Aspekt. Es ist klar, dass 2020 ein anderes Jahr sein wird als vorhergesehen. Und es ist sicher, dass Haushaltsziele, die zu anderen Zeiten gesetzt wurden, eventuell nicht erreicht werden können. Das ist die Realität, die wir alle berücksichtigen werden. Und diesmal müssen wir auf der Haushaltsebene wie auf der wirtschaftlichen Ebene rechtzeitig reagieren, damit diese Krise uns nicht an vergangene schlechte Zeiten erinnert. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, ich komme nun auf das Hauptthema des Wirtschaftsforums. Die Förderung der unternehmerischen Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern, als das Forum geplant wurde, gemeinsam mit der Bundeskanzlerin bei meinem ersten Besuch im September, sahen wir bereits, dass der Diskurs, der Narrativ in den deutsch-griechischen Beziehungen sich verändert. Und zwar von Beziehungen, die sich auf einem Modell des Gläubigers und des Nehmers stützte. Nun schreiten wir zu einem Modell gleichberechtigter Partner, welches eine Win-Win-Situation ist. Die Krise, der wir gegenüberstehen, verpflichtet uns. Worum es hauptsächlich geht, Reformen und Änderungen noch schneller voranzubringen. Die Krise ist kein Alibi zum Abbremsen unserer Reformen. Stattdessen müssen wir uns noch schneller bewegen, um die Folgen der Krise so schnell wie möglich zu absorbieren. Wenn man die Ausnahmebedingungen außer Betracht lassen der letzten Wochen, haben wir eine sehr positive Entwicklung. Das Investitionsklima war in Griechenland das Beste seit dem Jahr 2000. Wir haben Höchstwerte, trotz der Unsicherheit, der Volatilität im internationalen Handel. Unternehmen werden nun mit 24% besteuert, weniger. Ein neues Entwicklungsgesetz hat viele bürokratische Schwierigkeiten aus dem Weg geräumt, die Investitionen früher im Weg standen. Und das Land ist nun offen gegenüber Investitionen und hat die Möglichkeit, Schwierigkeiten der Vergangenheit zu bewältigen. Wir haben innerhalb von 7 Monaten 52 Gesetze verabschiedet und eine neue Verfassung. Wir haben eine sehr starke Einparteienregierung, was uns die Möglichkeit gibt, sehr schnell und sehr effektiv zentrale politische Entscheidungen umzusetzen. Und natürlich am Freitag wird die erste Griechin, die erste Frau, das Amt der Präsidentschaft der Republik übernehmen. Sie wurde mit einer sehr großen Mehrheit gewählt durch das griechische Parlament. Wir werden also die erste Präsidentin der Republik haben, die am kommenden Freitag ihr Amt antreten wird. Und in diesem Kurs sehen wir in Deutschland einen strategischen Partner. Wir wollen viel mehr als die 162 deutschen Unternehmen, die tätig sind heute in unserem Land, die knapp 30.000 Arbeitnehmer beschäftigen. Und ich möchte die Tatsache begrüßen, dass deutsche Unternehmen es geschafft haben und das Land unterstützt haben und im Wesentlichen fast alle Arbeitsplätze erhalten haben in den schwierigen Jahren der Krise. Jetzt ist die Chance, auch vom
vom Wachstum der Wirtschaft zu profitieren. Ich sehe ja hier auch Vertreter der griechischen Regionen. So können wir auch die Zahl der viereinhalb Millionen deutscher Urlauber erhöhen. Meistens kommen sie derzeit noch nur im Sommer. Ich würde mir wünschen, dass auch zu den anderen Jahreszeiten Besucher kommen. Außer den Stränden haben wir sehr schöne Berge, die darauf warten, entdeckt zu werden. Wir können vieles tun, auch um den Fremdenverkehr zu stützen. Aber das Wichtigste ist unsere Zusammenarbeit, eine Erweiterung derselben in Richtung neuer Sektoren, die viel dynamischer sind. Der Gegenstand der heutigen Konferenz ist ja grüne Energie, Pharmatechnologie, neue Landwirtschaftspolitik, Abfallwirtschaft. Dort fehlen uns noch wichtige Schritte und Deutschland hat sehr wichtiges Know-how anzubieten. Und wir zählen bereits erste ermutigende Initiativen. Die Regierung untersucht zum Beispiel seit einigen Monaten gemeinsam mit Volkswagen eine Machbarkeitsstudie für ein Spitzentechnologieprojekt, das eine griechische Insel nicht nur zu einer grünen Insel machen wird, sondern auch zu einem Innovationsmodell für die Elektromobilität und das autonome Fahren. Das sind Perspektiven im Hinblick auf die Zukunft, die allerdings auch die Gegenwart betreffen. Ein weiteres Projekt trägt auch den deutschen Stempel. Die Herstellung eines der fünf größten Windenergieparks bei Kozani. Ich sehe hier den Regionsgouverneur von Westmakedonien. Etwas mehr als 500 Megawatt bei einer Investition von ca. 30 Millionen werden viele neue Arbeitsplätze geschaffen, was uns dabei hilft, den Übergang in eine grüne Wirtschaft umzusetzen und das Erreichen unserer ambitionierten Ziele. Wir haben einen neuen nationalen Plan für Energie und das Klima, der vorsieht Investitionen von über 40 Milliarden Euro in den nächsten Jahren und was auch zur Schaffung von Arbeitsplätzen führen wird. Und wir haben es gewagt, schwierige Entscheidungen zu treffen, wie den Kohleausstieg, was Westmakedonien am meisten betrifft, ebenso wie Megalopoli auf dem Peloponnes. Wir haben gesagt, dass wir bis zum Jahr 2028 keine Kohle mehr verwenden werden. Bis 2023 werden alle Kohlekraftwerke außer einem in Westmakedonien geschlossen sein. Ich weiß, wie schwierig es ist, dieser Wandel. Deutschland ist ja auch dazu aufgerufen, es zu tun mit eigenem Zeitplan. Als Griechenland befinden wir uns in der ersten Linie dieses schnellen Wandels in der Ära nach der Kohle. Deswegen beanspruchen wir auch einen großen Teil der europäischen Mittel. Ebenso wie Westmakedonien stützt auch Megalopoli einen großen Teil der wirtschaftlichen Tätigkeit auf den Kohleabbau. Ebenso gibt es auch Gebiete in Deutschland oder in Polen, die eine andere Richtung in ihrem Produktionsmodell einschlagen müssen. Sie müssen zu Modellen werden. Weitere komparative Vorteile auszunutzen, wie die grüne Energie, dass sich diese Gebiete weiterhin im Zentrum von Energienetzwerken befinden. So können sie zu Zentren werden für neue Industrieinvestitionen und weitere komparative Vorteile ausnutzen, die weiterhin nicht ausgenutzt werden. Die griechische Regierung hat bereits einen intergouvernementalen Ausschuss dazu gebildet mit neuen Motivationen, damit der Kohleausstieg eine Chance ist und keine Bedrohung für die Bürger. Der Kohleabbau betrifft ja nicht nur CO2, sondern auch die Lebensqualität in Gebieten, die über sehr viele Jahrzehnte sehr belastet sind in Bezug auf die Umwelt. Treibende Kraft bei dem Kohleausstieg ist natürlich auch das griechische Elektrizitätsunternehmen DEI, ein großes Unternehmen. Wir haben sie vor 8 Monaten fast insolvent übernommen. Wir haben uns die Situation angeschaut.
Wir haben dort Reformen ausgeführt und nun möchte die DI bei Fragen der Elektromobilität und der grünen Energie eine Vorreiterrolle einnehmen. So sollen schnell auch ein Netzwerk von Ladestationen aufgebaut werden, die mittelfristig 10.000 erreichen sollen. Deswegen ist auch sehr positiv, dass hier in Berlin ein Leuchtturmprojekt einer Zusammenarbeit zwischen der DI und RWE unterzeichnet wird für den Bereich des Kohleausstiegs und der erneuerbaren Energiequellen. DI hat die Größe, große Flächen, Umwelt, Sonne, Wind, ausgezeichnetes Humanpotenzial für viele grüne Aktionen. RWE hat eine lange Tradition, sehr ernstzunehmendes Know-how beim Aufbau von Kraftwerken. Und diese Zusammenarbeit kann zu einer Win-Win-Situation für beide Unternehmen führen, in beiden Ländern. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Bundeskanzlerin, ich komme zum Ende und möchte noch einmal wiederholen, wie sehr ich an die Bedeutung dieses neuen Kapitels, dieses neuen gemeinsamen Kapitels in unserer bilateralen Beziehungen. Unsere Beziehungen wurden auf die Probe gestellt, vielleicht auch verletzt während der Krise. Sie haben sich aber als beständig erwiesen. Und nun haben wir die Möglichkeit, sie erneut und noch mehr zu stärken. Mit dem Blick auf eine Zukunft voller Optimismus und Selbstvertrauen. Die Krise, die Coronavirus-Krise wird irgendwann vorbei sein und wir hoffen bald. Und das ist auch der Grundstein für den nächsten und den übernächsten Tag. Denn dann möchten wir, dass Sie alle unsere Bündnispartner sind, unsere Investoren, unsere gemeinsamen Bemühungen unterstützend. Und natürlich, da Deutschland der Ehrengast ist, bei der internationalen Messe von Thessaloniki erwarten wir heute auch die Anwesenheit der Kanzlerin bei der Messe. Und die Möglichkeit, sie gemeinsam einzuweihen, damit wir die Botschaft senden, dieses neuen Kapitels in Griechenland wie in Deutschland, was die deutsch-griechischen Beziehungen betrifft. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.